Hier spricht wieder euer Peter Game. So Leute, heute werden wir ein bisschen auf Schatzjagd, würde ich sagen, Leute. Werden wir ein bisschen auf Schatzjagd gehen, würde ich fast sagen, Leute. So, bin ich mal gespannt, was wir da noch erleben werden mit dem Artefakt, Leute. Mit dem versunkenen Artefakt. Bin ich mal gespannt. Was wir da erleben werden. Ja, und dann werden wir hier noch ein paar andere restliche Missionen machen und dann. Und dann werden wir sozusagen, Leute, weiter, um unsere Mutter zu finden, Leute. Bin ich mal gespannt. Okay, Leute, wir sind vielleicht ein bisschen zu spät, Leute, aber. Morgen. Ella. Wir waren vielleicht hier zu spät, Leute, vielleicht. Na los, komm. Ella. Wir waren vielleicht. Komm schon. Komm schon, komm. Wir waren ein bisschen zu spät. Los! Ah, immer mit den Tieren, sagt man so ein bisschen mehr für die Tiere. Ella. Okay, da unten sind Gegner, okay. Ja, Gegner sind es, glaube ich, nicht mehr. Aber die Wasserwelten sehen so schön aus, finde ich, Leute. Die Wasserwelten sehen hier so schön hier aus in dem Gebiet. Ein Helm kriegen wir, okay. Okay, jetzt müssen wir hochkommen. Okay, wo. Hä, ist sie jetzt auf der. Aha! Kann man das einnehmen? Ah, ja, klar, die ist da oben. Klar, da oben. Okay, mal schauen, was sie dann, was sie uns dann gibt für was sie das Hauptmann Cassandra bin. Okay, dann gehen wir mal raus und. Meine Freundin, du bist ein Geschenk von Poseidon persönlich. Ich tue mein Bestes. Ich brauche jetzt wirklich das Artefakt. Zuerst die Bezahlung. Das glaube ich nicht. Sehr lustig. Und jetzt bezahl. Ich bin es, die zuletzt lacht. Es ist mein Beruf, dumme Söldlinge zu hintergehen. Dafür bin ich nicht mit Hainen geschwommen. Das war dein Fehler, nicht meiner. Es gab dort keinen Schatz. Warum bist du dann hier? Um dir zu sagen, dass da unten nichts ist. Jemand muss dir zuvor gekommen sein.
Dann bringe ich dich um und durchsuche deine Leiche, nur um sicher zu gehen. Alter, was ist denn das für jemand? Alter, die Typ, die ist wirklich nervig, Leute. Alter, die nervt mich ein bisschen, Leute. Am liebsten hätte ich sie einfach. Am liebsten. Kurz mal wieder runter springen, Leute, abtauchen, bisschen warten. Ja, der Schatz bringen wir ja nicht, Leute. So Leute, jetzt ja. Wollt mich einfach nicht bezahlen, Alter. Ach, nicht schlecht, Leute. Einfach nicht bezahlen lassen. Ja, und somit hat sie halt das die Arschkarte, Leute. Hat sie klar bis in die Arschkarte, Leute. Ja. Hätte sie mich bezahlt, wäre sie vielleicht noch am Leben. Aber dadurch, dass sie uns nicht bezahlt hatte, wie wollte, hat sie halt es mit ihr Leben bezahlt, Leute. Leider. Ja, tja. So ist halt das Leben, oder? Wenn man die Söldner Cassandra nicht das Geld gibt, die Bezahlung gibt. Tja. Halt nicht die Bezahlung gibt, die sie wert ist. Ja, so ist es halt. Wenn man halt Cassandra nicht Geld gibt, dann macht sie halt ihr eigenes Süppchen, Leute. Ja? So, Leute, jetzt sind es, glaube ich, noch zwei Missionen. Es müssen noch auf der Mission. Hier sind noch zwei Missionen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Genau, zwei sind es noch so. Die da noch. Abwerbungskampagne. Die werden wir noch machen. Und dann noch oben bei der Xenia. Und wenn wir die alle haben, dann werden wir mit der Hauptstory wieder weitermachen, oder? Ah, da bin ich jetzt mal gespannt, was das für eine Mission ist. Ah, hier sind ein Schiffbau hier. Oh, ein Schiffbauer. Was willst du? Schlechter Zeitpunkt. Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte,
Hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Und wie sollen diese Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken sollte ausreichen. So kann man es wohl auch machen. Wir sind nun mal Piraten. Wir haben in diesen Gewässern einen Ruf zu wahren und nichts sagt, respektiert uns wie ein vernünftiges Blutvergießen. Klingt für mich, als würdet ihr die Konkurrenz schwächen wollen. Ist Chaos nicht groß genug für euch? Wenn wir noch mehr Gebiete erobern wollten, würden wir deinesgleichen nicht dafür brauchen. Wir würden es selbst tun. Man muss den Gegner überrumpeln, dann greift er nicht selbst an. Stimmt. Das steht außer Zweifel. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welche hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge sinkender Schiffe. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Die Segel haben Löcher, drei gebrochene Ruder auf dem Oberdeck, darunter gebrochenes Spiel, die Maler melden die Bonnetik. Okay, Leute, dann reisen wir jetzt zum Schiff, Leute. Und dann werden wir mal schauen, was wir machen müssen, genau. Schiffe zerstören, alles auch nicht schlecht. Also bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Ob wir müssen das, unser Schiff müssen mal verändern, bitte. Bisschen das Schiff müssen wir ein bisschen verändern, Leute. Dass mal die Piraten, dass sie wissen, dass mir die Piraten das gemacht haben. Okay. Ich habe einen Auftrag an die Schiffstafel gegeben. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, oh, okay, die könnte man vielleicht auch noch machen. So. So, dann gucken wir mal. Position! Der Kapitän übernimmt das Steuer! Okay, wir müssen zwei. Ah, da sind ja ein Papa. Ah, hier sind ja. Wow, Alter. Volle Leute drauf, Leute. Alter. Okay, die Athener finden uns noch, die Athener und die Banditen noch. A
Alter, sind mir gut, Leute, sind mir gut. Okay, noch ein paar. Ah, noch ein Athena ist noch dort. Und wo die Banditen sind, ist das alles Problem. Müssen wir noch ein Band. Jetzt müssen wir noch zwei Banditen noch eliminieren, Leute. Alter Schwede. Ganz vorsichtig, Leute. Wir brauchen die Schützen! Mannschaft, haltet euch fest! Ich glaube, die erwischen uns gleich. Ich voran! So, okay Leute, jetzt müssen wir noch zwei Banditen finden, Leute. Der Ruder! Haltet das Tempo! So Leute, jetzt müssen wir noch zwei Banditen finden, Leute. Noch mehr hier. Okay, das sind hier nur Athena. Okay. Das sind jetzt nur Athena da drüben, Leute. Oh, ah, das ist jetzt nicht nur Athena, müssen wir. Das sind zwei Athena. Wir brauchen jetzt noch zwei Banditen. Ja, und das Wetter ist halt so eklig heute, Leute. Ah, hier sind halt nur Athena zurzeit auf dem Meer. Sind halt zurzeit nur Athena auf dem Meer gerade. Ah, da ist ein Bandit, glaube ich. Das muss ein Bandit sein, glaube ich. Oh Mann, das war doch kein Bandit. Okay, das heißt, wir müssen noch zwei Banditen schieben sehen. Aber wo können noch die Banditen sein? Das ist jetzt die Frage, Leute. Wir brauchen noch zwei Banditen. Das ist halt das große Problem, Leute. Wir haben zwei Banditen müssen wir noch eliminieren.
Rapids müssen Bandidos sein, glaube ich. Ja, optimal. Oh nein, Alter. So Leute, wir haben es jetzt geschafft, Leute. Es war richtig schön, finde ich. Das war jetzt richtig gut, Leute. Vorsicht, Kapitän! Die nehmen Kurs! Segel einholen! Okay, Leute, es war gut, Leute. Muss man sagen. Sollen wir uns hier anlehnen? Mann, es nervt jetzt ein bisschen, dass wir jetzt das Schiff jetzt immer noch haben. Aber wir reißen jetzt zu. Ja, aber wir haben es ja geschafft, Leute. Das ist gut. Wir haben jetzt sozusagen 2 Missionen in einer Folge durchgemacht. Das ist nicht schlecht, finde ich. Wir sind außer Gefahr. Wenn ich ehrlich bin, war ich kurz etwas in Sorge. Warum denn? Ist doch alles in Ordnung gewesen. Auf geht's! Volle Fahrt! War doch alles in Ordnung. Die Ruderer können nicht mehr. War doch alles in Ordnung, Leute. Wir haben es gepackt. Jetzt fahren wir gemütlich zu unserem zum Hafen, geben die Mission noch ab, Leute. Ab das habe ich gedacht, dass man so viele Schiffe erledigt, wegen 6 Schiffe insgesamt, Leute. Schon heftig. Dass wir so viele Schiffe zerstört haben. So, und jetzt gehen wir in den schönen Hafen, Leute. Ruder bereit machen zum Anlegen. Dann holen wir uns die Mission ab jetzt noch. Dann haben wir noch eine Mission hier auf der Insel, Leute. Okay, es jagen uns ein paar Kopfkettjäger, das ist halt das Problem jetzt.
Aber die kriegen wir. Guck mal, wenn jetzt noch eine noch. Und das ist ja nämlich so viel, Leute. Es geht ja langsam. Wir kriegen ja die Gegner hier langsam weg. Und jetzt holen wir uns die Informationen oder die Aufgabe. Beenden wir hier. Das wird auch eine schöne Mission, finde ich. Richtig schön. Werd mal einfach schauen, was passiert, Leute. Ja. Und wie sollen diese Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken, sollte ausreichen. So kann man es wohl auch machen. Wir sind nun mal Piraten. Wir haben in diesen Gewässern einen Ruf zu wahren und nichts sagt, respektiert uns wie ein vernünftiges Blutvergießen. Genau. Klingt für mich, als würdet ihr die Konkurrenz schwächen wollen. Ist Chaos nicht groß genug für euch? Wenn wir noch mehr Gebiete... Das steht außer... Die Schiffe sind versenkt. Ich mag dich. Xenia wird zufrieden sein, dass ihre Gewässer wieder unter ihrer Kontrolle sind. Genug der Worte. Ich bin wegen meiner Belohnung hier. Natürlich. Okay, und aber Leute, ich würde sagen, die nächste Mission machen wir erst beim nächsten. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.